Alarmradio aus! Rührt euch! Scheiße, ja. Oh, ging das an den. Du bist auch kein Ernst, Chef, da drüben. Ich fange an wie immer. Tag Schützen! Ich bin schwerhörig. Nochmal, Tag Schützen! Da geht doch. Ihr wisst ja, normalerweise spricht der Hauptmann am Donnerstag nicht. Wir machen heute eine Ausnahme, weil, ich weiß, ihr habt Durst, es muss jetzt schnurstracks ins Zelt gehen, aber was Mut hat Mut, ich verspreche, ich mach's kurz. Sein Vater war bereits Zugführer und Chef. Es lag daher nahe, dass auch er diesen Weg gehen würde. So wurde er zum Schützenfest 1991 Zugführer. Im Jahr 2000 wurde er dann Chef. Gab im selben Jahr seine Frau für 3 Jahre leihweise an die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft. Ja, ihr könnt klatschen. Und wurde auf der Generalversammlung 2006 zum Adjutanten der Gesellschaft. Mit der Annahme dieses Amtes begann er federführend den Umbau des Zeltes, so wie es heute ist. Er führte maßgeblich die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft in die Moderne und sicherte damit den Fortbestand unserer Gesellschaft auch für die Zukunft. Und ihr, die hier steht, ihr seid die Zukunft wert, dass wir heute so viele Leute sind. Hammer, Leute. Hammer. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so viele Leute am Donnerstag waren. Der Mann, von dem ich spreche, verpflichtete als erstes Bands wie Ratschwitz, Three Steps oder Live Sensation. Ihr kennt sie alle. Dafür fuhr er mit dem geschäftsführenden Vorstand auf eigene Rechnung jedes Jahr zumindest einmal auf den Stoppelmarkt nach Vechta, um sich anzuhören, ob die Bands immer noch so gut waren wie im Jahr zuvor. Er hat mit viel Einsatz die Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft mitgestaltet und steht nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite, wenn er gefragt wird. Dafür gebührt ihm unser aller Dank. Aus diesem Grund, ja komm, ihr könnt klatschen. Aus diesen Gründen hat der geschäftsführende Vorstand in einer kurzfristig anberaumten Sitzung heute bei mir im Garten um 15.10 Uhr den Chef, der weiß längst, wovon gesprochen wird, Frank Nielsen zum Ehrenchef, der da, komm hoch! Was soll ich sagen? Außer ein dreifaches Bonus auf unseren Ehrenchefen. Pott! Ja! Pott! Ja! Pott! Ja! Das Wort hat der neue Ehrenchef. Aha. Du weißt, wie gerne ich das mache. Trotzdem freue ich mich riesig und lass krachen heute Abend oder dieses ganze Wochenende. Dankeschön. Das wird von euch sowieso erwartet. Und jetzt wollen wir mal sehen, ich gebe das Wort zurück an den Spieß
Ich wünsche uns allen einen tollen Abend. Ich hoffe, ihr habt alle eure Handys aus. Gut. Ganz genau. Schützen! Stillstand! Großer Zapfenstreich!